Nur zufällig Sänger, das wollte Pietro eigentlich werden. Glück im Unglück. Pietro Lombardi, 25, war noch nie jemand, der sich vom Schicksal unterkriegen lässt. Als er 2011 das Finale von DSDS mit dem Song Calm Name gewann, hatte er schon einen steinigen Weg hinter sich. Dass der Karlsruher überhaupt zum Superstar werden konnte, verdankt er vor allem einem schmerzhaften Wink des Schicksals. Wie der 25-Jährige in seiner Biografie Heldenpapa im Krümelchaos gesteht, war es von klein auf sein größter Wunsch, Fußballprofi zu werden. Da dieser Traum aufgrund einer Beinverletzung geplatzt war, begann er mit dem Singen. Der heutige TV-Star lud seine eigenen Songversionen auf YouTube hoch und trat bei Straßenfesten auf. Auch wenn ihm dort nur ein kleines Publikum zusah, so sagt Pietro über diese Zeit, im Prinzip hörte ich zum ersten Mal Applaus für meine Stimme. Heute ist der Castings-Hochgewinner aus dem Musikbusiness nicht mehr wegzudenken. Tausende Fans liegen ihm zu Füßen und spätestens seit dem Mega-Hit Senorita mit Kaone, 33, ist Pietro im Pop-Olymp angekommen. Kaum auszumalen, was passierte wäre, hätten seine Beine grünes Licht für eine Fußballkarriere gegeben.